Wir gehen rein mit ein paar Reactions, würde ich sagen, an der Stelle. Yeah. Und zuerst habe ich uns herausgesucht, eine ganz, ganz feine Sache. Eine wunderschöne Sache aus dem Herzen von Europa in euer Herz hinein. Das Held der Steine-Meme-Video. Ich dachte mir, wir schauen uns mal ein paar Held der Steine-Memes an. Ich bin immer sehr gespannt, wie Leute Thomas aus dem Kontext schneiden und daraus irgendwas Neues machen. Wir gehen rein in die Masse. Let's go. Sagt mal. Also wir haben es drauf, oder? Da sind wir. Ah, ich sag euch, ich habe dermaßen viel gegessen. Ich hatte vor allem so eine elend große Portion Pommes. Und da war da relativ viel Mayo. Und da habe ich gesagt, pff, mach doch noch ein paar Röstzwiebeln drauf. Wenn du bei Oma zu Besuch warst. Um es besser zu vertragen, nehme ich besser ein bisschen Appleboy, gell? Weil sonst wird es schwierig. Mhm. Oh, und, da ist das Sodbrennen, man sieht es. Ich weiß nicht, vielleicht war das das Problem. Es könnte auch das Doppeldecker-Portion Currywurst dabei gewesen sein. Ich habe noch einen Kinderriegel, um die ganze Sache irgendwie wieder schön, in die richtige Richtung schön. Zu schön. Okay, kannst du leise sein? Es ist einfach... Ich weiß nicht, woher der die Lebensenergie hat. Wenn mein Betreuer sich meine Bachelorarbeit durchlesen muss. Der hat sich irgendwie durch... Ich habe hier nur einen Teil ausgedruckt. Der hat sich durch so einen Wälzer da gearbeitet. Ich hab Mitleid gehabt bei jeder Seite mit dem armen Kerl. Ich hab gedacht, irgendwann musste er doch mal einfach nach hinten umkippen und das Hirn ist irgendwie übergelaufen. Aber nein, der hat sich ernsthaft durch diesen völligen Unsinn durchgearbeitet. Sensationell, mein Respekt. Also, das, wenn sie deinen Lörres rausholt. Das ist das mit Abstand mächtigste, was ich je in der Hand hatte. Ich glaube, das kann man so stehen lassen. Dicker. Das Gesamtpaket. Freunde, werde bitte heute auf die Feier nicht so politisch. Ich auf der Feier, wenn der Döner die 8-Euro-Preismarke überschreitet. Was ihr hier bekommt, ist mit erbärmlich noch nicht ausreichend beschrieben. Das ist wirklich gruselig. Das ist schreckenerregend, das ist wirklich schlimm. Ich nach einem Bier. Teil. Machen wir es kurz. Warum ist das nicht länger, das Ding? Wenigstens bis hier? Frage ich mich auch jedes Mal. Also wenigstens doppelt so lang. Ja, ja. Ich fühle. Viel dicker. Ja. Das hätte einwandfrei funktioniert. Ja, ja. Hier ist mein größter Lacher für mich, ist die Figur. Die stört mich wirklich. Der ist komisch, aber ulkig. Ist okay. Die hat einen lustigen Rüssel. Ist mir sofort sympathisch. Der sieht unappetitlich aus. Hält der Steine seine Hose? Oh, Dicker. Actually geil, oder? Und ihr könnt natürlich den Pricing Manager von Lego mal kurz ans Bild holen. Oh, Bruder, na. Hier, mein Freund. Das ist nicht in Ordnung. Mal unter uns. 80 Euro, Freunde. She likes it rough in the bedroom. Oh, Bruder, das muss so schlimm sein, einfach auf Legos zu schlafen. Erwachsene bauen Sets nicht wieder auseinander. Das Gespräch habe ich in meinem Laden auch sehr oft. Sag ich dann, warum kaufst du das Set? Ich weiß, du hast das andere gekauft. Nimm doch die Teile, ist das gleiche. Ja, dann muss ich das ja auseinandernehmen. Werd ich angeguckt, als hätte ich echt Dinge vorgeschlagen. Ja, komm, Bambi schlachten. Ja, kannst doch dein Lego-Set nicht auseinandernehmen. Du musst so stehen bleiben. New Lego Set has a huge shit in its store. Nein. Bruder, es gibt einen Scheißhaufen von Lego. Ist im zweiten dabei. Nein. Ich meinte ja. Nein. Jein. Ich finde, die Überlegungen sind unendlich. Und falls ihr doch jetzt sagt, es sieht gar nicht so gut aus, wie wir dachten. Das war der beste Moment, den ich jemals in dem Held der Steine Video gesehen habe. Eigentlich. Mhm. Dann hat Lego für euch die Lösung. Damit werben sie auch. Ihr habt dann... Wo ihr sie einfach zusammenschiebt. Technik-Crack. Da könnt ihr eine Achse reinstecken und dann kauft ihr das Set halt für 140 Euro nochmal. Und schon ist es komplett. Ist es eine Idee? Ja gut, entschuldigt, aber so einen Trottel müsst ihr halt erstmal finden, der das macht. Ich habe einen entdeckt. Und dann habt ihr das zweimal. Jetzt fällt uns halt nur auf, dass mit dem Fluss und so, das ergibt ja gar keinen Sinn. Aber das ist ja egal. Ne? Richtig. Also von daher, ich würde sagen, sensationelle Idee. Das war so eine Weltklasse umgesetzt. Gottlose das ist Scheiße. Die Upsell-Strategie überhaupt. Das ist so, einfach sagen, kaufst du also, nochmal, dann wird super. Dann hast du es nochmal gekauft, stellst hin und merkst, ist überhaupt nicht super. Wir haben uns überlegt, wir wissen, wie viel Lack die bei Lego saufen. Was haben die denen gegeben, um Funhole als Firmennamen international zu vermarkten. Funhole? Eins in den Chat, wenn ihr auch ein kleines Funhole habt. Das sind Dinge, die sich mir nicht erschließen. Es gibt Firmennamen, die stammen aus irgendeiner Gegend und das klingt dann in anderen Sprachen witzig. Das gibt's, das ist auch vollkommen verständlich. Schön. Funhole ist eindeutig. Sehen wir, boah.
Das ist das Gesicht, was du machst, wenn die Oma den 12. Knödel anbietet. Schmeckt's dir, Bub? Lecker. Oha. Nein, das bricht jetzt nicht durch, oder? Ah, okay. Ist das schlecht, Digga. Oha, den Stream habe ich verpasst. Ich habe aber nur für alle Fälle, ihr wisst Bescheid, wenn der Thomas sich heute nicht benimmt. Was dann? Was dann los? Wir passen auf. Digga, warum ist das so lustig? Warum ist das so witzig? Warum ist das so witzig, Digga? Das ist so geil geschnitten. Hä, hey, warum ist das so funny? So. Und jetzt war mir doch wichtig, dass wir mal gucken, was wir mit Mattel machen können. Wie gesagt, behaltet den Blick. Es ist ein bisschen ungerecht, der Vergleich. 60 Euro Liste hier, 150 Euro Liste da. Ach, das ist ein Lego-Set. Das verstehe ich. Aber es hat sich angeboten. Und das Problem, wisst ihr ja, mein Tisch ist groß, aber der Bildausschnitt ist so klein. Deswegen konnte ich die 60 Euro Listenpreis von Mattel nicht ganz in Es hat nicht reingepasst. Das da hinten kostet das Doppelte und das ist das. Ey, das ist nicht wahr. Es passt immer noch nicht rein, aber. Das ist nicht wahr. Ich beim Sex. Ich war stets bemüht. Sehr bemüht. Ich beim Sex. Auf jeden Fall. Hält der Steine, wenn der neue Satz Klemmbausteine 50% günstiger auf den Markt kommt, als vermutet? Was ist das denn? Oh, Bruder, wer hat das denn gebaut? Was ist das denn? Hä? Da lauft ihr los und kauft euch so einen Lego Adidas Schuh. Und dann sind da Noppen drauf. Mhm. Und dann merkt ihr, dass die Lego-Noppen überhaupt nicht passen. Nein, 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 Bruder. Auf euren Lego-Schuh. Ist nicht so. Dann besorgt ihr euch von Lotz so ein schönes Baumhaus und nehmt euch eine Fliese. Nein, 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 nein. Und die passt. Und hält. Ist das dann Lego? Beim ersten Versuch. Hä, was soll das denn? Was ist das denn? Was ist das denn für ein Scheiß-Set? Was soll das? Also ganz ehrlich, das ist... Ist jetzt nicht die harte Sprengung hier. Das ist mehr so ein bisschen Erbärmliches in sich zusammenpoltern. Da war TNT drin. Das war auch ein gottlos lustiges Video. Gut. Nach dem Video erstmal Hirnhaut hobeln neu und OVP. Hornhaut hobeln, oder? Junge, Junge, Junge. Good one. Ja, wir können das jetzt, also. Ich möchte auf den Punkt des Skandals nochmal zurückkommen. Ein Skandal ist für mich etwas, was aufgedeckt wird, was mich wirklich erschüttert und womit ich nicht gerechnet hätte. Mhm. Ich weiß nicht, welche Definition ihr von einem Skandal habt, was ihr für skandalös haltet in irgendeiner Form. Aber findet ihr irgendetwas skandalös von dem, was bei den Öffentlich-Rechtlichen abgeht? Obacht, Nebensatz, schon seit vielen Jahrzehnten? Ich meine, wann, das sind ja rhetorische Fragen, brauchen wir gar nicht machen. Dutzende Skandale, es sind keine Skandale, Dutzende Male wurden verurteilt. Leute von Öffentlich-Rechtlichen, weil sie Schleichwerbung, Geld bekommen. Was ist jetzt los? Kurzer Leck hier. Verträge gehabt, gesagt. Na mal, was ist jetzt los, Chat? Warte mal. Hier lädt irgendwas im Hintergrund runter. Ich sehe das doch, Digga. Irgendein Bastard macht hier irgendein Update. Eins, wenn alles wieder gut ist, Chat. Alles wieder gut? Sind wir wieder da? Na wunderbar, da haben wir es doch. Schön. Dann irgendwie,
eine eigene Agentur noch zwischengeschaltet, gegründet und die Sponsoring darüber abzweigen lassen. Und das Geld ging nicht an die Öffentlich-Rechtlichen, sondern in die private Tasche und so verurteilt worden. Es sind immer sehr milde Strafen, müsst ihr wissen. Sehr milde Strafen, aber ist egal. Trotzdem verurteilt dafür. Wir hatten hier beim HR mit unserem Sportmeister einen großen Spaß. Das geht viel zu lang. Das war nicht lustig, das war nicht gut. Schönes Video aber, hat Spaß gemacht. 10 von 10. Liebe Grüße an dich, Thomas Panke.